Hallo, herzlich willkommen wieder auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch ein Schichtdessert zeigen. Und zwar ein sehr rasches Schichtdessert, geht 20 Minuten, ist es fertig. Und zwar mit Ananas und Preiselbeeren. Wenn ihr kein Video von uns verpassen möchtet, ihr könnt es abonnieren und zwar kostenlos. Wir versuchen einmal in der Woche, manchmal auch zweimal, ein Video rauszustellen. Ein Schichtdessert brauche ich einmal eine kleine Dose Ananas. Die Ananas muss abgetropft sein und man muss ein bisschen von diesem Saft auffangen, weil das muss mit dem Quark verrührt werden. Dann brauchen wir ein Glas Preiselbeeren und zwar das kleine mit 340 Gramm. Wir brauchen zwei Vanillezucker, zwei Pack, 50 Gramm Zucker, 500 Gramm Magerquark, Schlagsahne 200 Milliliter und ich schlage immer die Schlagsahne mit Puderzucker. Und zum Verzieren brauchen wir noch etwas Schokolade, Milchschokolade. Erst wird Quark gemischt mit Vanillezucker. Mit dem Zucker und etwas von diesem Ananassaft, weil es sollte nicht zu flüssig sein. Das wird jetzt gut verrührt. So, jetzt habe ich das gemischt. Ich habe jetzt komplett Ananassaft. Das waren ungefähr 3 bis 4 Esslöffel Ananassaft. So, die Creme ist jetzt verrührt. Jetzt werde ich die Sahne schlagen und ich nehme Puderzucker, dann braucht man nicht diese Sahne steif reintun. Das ist jetzt ein Esslöffel Puderzucker. So, die Sahne ist jetzt steif. Jetzt kommt die Sahne rein zum Quark und wird untergehoben. Da sind wir ja bald fertig. Dann muss man das nur schichten. Jetzt geht es am Schichten. Zuerst eine Lage Preiselbeeren. So, und jetzt kommt von dieser Creme drauf. Jetzt kommt was von der Ananas. Jetzt kommt wieder eine Schicht. Kommt wieder ein bisschen Preiselbeeren. So, jetzt mache ich wieder eine Schicht drauf, aber nur so ein bisschen, so ein kleiner Klecks. So, und zum Verzieren kommen ein paar Ananas-Scheibchen drauf. Es sind schon mal zwei. Zum Verzieren habe ich jetzt Schokolade und dann habt ihr so Zesten. Das sehen sie dann aus. Ein Blättchen so, mein Dessert ist jetzt fertig. Das sieht einfach genial aus. Ich freue mich schon auf zum Essen. Wunderschön.